Wo soll die Tür hinführen? Ist das dahinter, was ich denke? Ja, ist es. Ey, lass mich rein. Okay. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier irgendwas zerstören. Die kommen jetzt von überall. Was ist denn das? Ah, ist ein bisschen Oberschenkelknochen. Normal. Cool. Brenne. Was kommt denn da von eine fette Pomeranze raus? Da hat es schon so viele Menschen gefressen. Cool, der ist auch platt. Ich gehe mal durch hier. Nee, ich bleib bei der Waffe. Ich werde die nicht mehr wechseln. Wär ich ja blöd. Verlass den Keller. Ja, in welche Richtung? So. Ich würde den Keller gerne verlassen. Ich weiß noch nicht wo. Ich renne jetzt einmal mal irgendeinen Gang hoch. So. Das sieht nicht sehr freundlich aus, muss ich zugeben. Wenn ich es schaffen sollte, die Welt hier zu retten, dann muss ich zugeben, dann haben die hier ein echtes Problem mit dem Aufräumen. Es gibt so wenig Menschen und so viel Schutt. Die paar, die noch leben, ob die es alles schaffen, Zombies im Umkreis töten, dachte ich mir ja schon. Erstmal muss ich rausfinden, wo kommen die denn? Kommen wir eigentlich von überall hier, wa? Also ist ja echt eine offene Ecke. Genau. Das ist sowas wie Europa, wo man von allen Ecken eindringen kann. Wieder Risiko spielen. Von Europa kann man von Asien, Afrika, von Südamerika und von Nordamerika. Und ach, wie heißt das Ding da oben nochmal, wo Kanada ist? Naja, auch von da oben eindringen. Man kann von überall, auch vom Nordpol. Das ist so offen, das sind alle Grenzen offen, das ist direkt in der Mitte. Also Europa hat eigentlich von strategisch den schlechtesten Punkt getroffen. Die USA im Gegensatz hat zwei Fronten. Links und rechts. Was sich oben und unten verbindet. Genauso wie Südamerika. Am besten ist eigentlich Australien aufgestellt. Die hat nur einen Angriffspunkt. Allerdings, der Nachteil ist, die Versorgung geht auch nur über den einen Angriffspunkt. Das heißt, die müssen quasi sich selbst versorgen, um zu überleben, um abzuwehren.
Asien hat eigentlich einen ganz einen schlechten, aber auch einen guten Punkt. Es ist auch von allen Seiten angreifbar. Aber dadurch, dass es so groß ist, kann man vieles verteilen, also großzügig verteilen, so dass trotz der vielen Angriffe wenig Schaden entstehen kann. Im Gegensatz zu Europa. Europa ist ja ziemlich klein. Ja? So. Da. Also, das ist so strategische Punkte von ja, der Welt. Afrika muss man überlegen. Man kann von Europa angreifen, von Asien und von Südamerika. Genau. Südamerika hat aber auch nur eine Angriffsfläche, eine Front und nicht mehrere. Genauso wie eigentlich nur die obere Halbkugel ist angreifbar von Asien, von Afrika. Wenn man die abdeckt und unten alle seine Ressourcen sammelt, steht Afrika trotz dieser drei offenen Angriffspunkte immer ganz gut da. Genauso wie Asien, alleine durch die Größe. Nordamerika ist das gleiche, durch die Größe und durch seine zwei Angriffsfronten steht ganz gut da. Australien, perfekt. Solange sie sich selbst versorgen können, können sie ewig Krieg führen. Und Ressourcen hat das Land mehr als genug. Aber Europa wäre der erste Kontinent, der eigentlich, wie soll ich sagen, der untergehen würde. Es ist zu klein, hat zu viele Angriffsflächen, hat keine Rückzugsmöglichkeit. So. Die kommen jetzt alle von da derzeit. Da sollte man wirklich wieder Risiko spielen. So wird das heute nochmal was hier. Wie lange ich glaube ich denn hier noch stehen? Einmal Rundumschlag hier. Krass. Oder muss man das Ding mit dem toten Zombies auftanken? So. Krass, krass. Also ich würde mich freuen, wenn es langsam weitergeht. Wenn das Ding endlich mal so weit aufgetankt ist, dass wir endlich mal starten können.